Ihr hört Megafon 95, der Fortuna Podcast, präsentiert von Projekt Megafon. Bonjour und herzlich willkommen zu Megafon 95, der Fußball-Talk. Ich bin der Mo, der Wamp drüber auf Twitter, und mein Partner heute, der Michael, findet uns natürlich überall, Facebook, Twitter, YouTube, da sind wir mit allen unseren Formaten. So, Themen der heutigen Sendung, das Spiel gegen Ingolstadt, Ausblick auf den nächsten Gegner Dynamo Dresden. Wir haben noch ein paar Themen vorbereitet, die wir passend anschlagen wollen, und ja, natürlich die zweite wird der Micha wieder behandeln. Da gab es das Spiel gegen Rot-Weiß Essen. Und bevor wir jetzt mit dem Testspiel starten, was schon ein bisschen länger zurückliegt, sage ich mal Moin Micha. Guten Tag. So, Micha, gab es das Testspiel gegen Fortuna Köln? Ich habe davon auf Sender TV ein paar Ausschnitte gesehen. Und es war ja wirklich vom Co-Trainer moderiert, so, ja, eine C11, wenn es sowas gibt. Ja, eigentlich schon, aber trotzdem muss man als Spitzenreiter der zweiten Liga so ein Testspiel seriös angehen und das gewinnen oder wenigstens eine gute Leistung bringen. Aber das war ja auch teilweise, naja, halt so wie Fortuna die letzten Spiele macht, eigentlich so nicht schön anzuschauen. Ja, man hat halt gegen Fortuna Köln, sozusagen ein kleines Derby, 3-1 verloren. Man hat im Paulianenstadion ein bisschen gekickt. Wollen wir uns nicht weiter daran aufhängen? Vor dem Spiel gab es noch das Karnevalstrikot, ne? In dem haben die jetzt auch gespielt. Micha, meine Eltern haben sich das auf 1895 limitierte Trikot direkt bestellt. Ich weiß, du bist nicht so der Fan von Trikot bestellen, aber wie findest du das Trikot? Ja, an sich finde ich, das ist ein gutes Marketing-Ding so, weil es gibt bestimmt viele Leute, die Bock auf so ein Trikot haben. Ja, ich zähle mich da jetzt nicht zu, aber was Marketing angeht, natürlich super. Ich finde das Trikot wirklich, dass es gut aussieht. Ich finde, es sieht besser aus wie die anderen Trikots von uns. Ich fand zwar die Stutzen und die Hose irgendwie blöd. Das ganze Konzept sah lustig aus, aber das Trikot allein, ich habe es mit meinem Vater gesehen, hat diese schöne weihnachtliche Geschenkverpackung bei uns rumstehen gehabt. Das sieht natürlich super aus. Vielleicht ist das eine Anregung, wie zukünftige Fortuna-Trikots aussehen könnte, weil das wirkt gesamtwertiger als die anderen Trikots, die Fortuna so sonst regulär benutzt. Micha, geh kurz die Ausfallliste durch. Klar, Micha Rensing, da wissen wir mittlerweile alle, dass der erst nach dem Winter wiederkommen wird. Kann Eichhorn war gelb-rot gesperrt. Der hat die Partie mit seinem, Bruder geguckt. Wurde auch dann in der Sky-Konferenz zugeschaltet. Irgendwann in der Halbzeitpause. Neuhaus auch angeschlagen. Spielt aber eigentlich keine Rolle, denn der ist für 3 Spiele gesperrt. Ja, ist halt noch Auswirkungen. Wir haben da auch nach dem Spiel gegen Heidenheim haben wir ja drüber geredet, dass da wahrscheinlich noch Spieler gesperrt werden. Ja, das hat dann Neuhaus und Wittek getroffen, wo ich verwundert war, warum Wittek halt nur 2 Spiele kriegt, aber Neuhaus 3 Spiele, aber ja. Wollen wir uns an der Stelle bei den Heidenheim-Fans, die den Fortuna Düsseldorf-Podcast gehört haben und sich darüber aufgeregt haben, wie reich wir sind, sollen wir uns bei denen entschuldigen an dieser Stelle? Nein. Dann gehen wir in die taktische Aufstellung. Es waren 4-4-2 oder 4-2-3-1 wohl eher. Es gab durch Sperren, Verletzungen oder Form gab es einfach ein paar Wechsel in der Starterelf. Bormuth spielte für Eihahn, Nielsen kam rein für Kujovic, Rahman für Neuhaus und Schauerte für Schmitz. So ein bisschen Besonderheit war bei Ingolstadt so 2 Ex-Fortunen, die in der Startelf standen. Ich glaube, bei uns hat er offensiv gespielt, damals Marcel Gauss. Kam nie wirklich zum Zug bei Fortuna, spielte da in der linken Verteidigung. Und natürlich rechts ein alter Bekannter, vielleicht eine Modell-Fortuna-Legende sogar, Tobi Lewels. Micha, kurz deine Erinnerung oder Meinung zu den beiden Spielern. Ja, Marcel Gauss war früher, als er noch bei Fortuna gespielt hat, so ein Liebling von mir. So wie jetzt halt Bormuth, so ein Talent, wo man sich denkt, der sollte mal häufiger spielen. Deswegen, ich habe mich eigentlich gefreut, ihn wiederzusehen. Und Tobias Lewels, er wurde schlechter gemacht, als er, glaube ich, eigentlich war. So, es ist halt, ich würde behaupten, eigentlich wie Schauerte, so ein Spieler, der halt, was Defensive angeht, eigentlich sehr souverän ist, nur halt Probleme dann in der Offensive hat und deswegen halt stark kritisiert werden. Also in einem Team, was den höchsten Zweitligamarktwert hat wie Ingolstadt, die haben natürlich dann auch die besten Zweitligaspieler oder mit die besten Zweitligaspieler. Gehen wir direkt mal in das Spiel rein. Zweite Minute gab es direkt Gelb für Morales. Schiedsrichter macht das richtig, was die anderen Schiedsrichter irgendwie falsch gemacht haben und setzte direkt ein Zeichen. Ich würde gerne zur Schiedsrichterleistung später kommen.
gehen wir erstmal in die 6. Minute. Nielsen, nach langem Ball von Zimmer, also ich habe eigentlich gar nicht gedacht daran, dass jetzt die Chance passiert, flog der Ball zu Nielsen und der Torwart, ich habe gerade vergessen, wer das ist, ich glaube Nyland, der hält den dann noch irgendwie. 18. Minute kam halt eine starke Aktion von Wolf, der lenkt den Ball übers Tor. 40. Minute, ja, Micha. Ja, Rahmann flankt den Ball rein, prallt dabei mit dem Ingolstädter Verteidiger zusammen. Ja, dann hat's halt wieder sein Knie erwischt anscheinend. Er hatte ja vor dem Spiel schon Probleme und musste behandelt werden und das war dann so sein endgültiges Aus, so dass er dann halt nicht wirklich, er kam dann zwar nochmal rein, aber wirklich weiterspielen konnte er danach nicht. Klar, 45. Minute, Ingolstadt macht 1-0, Fortuna ist unsortiert und Morales, ja, der drückt den Ball einfach durch diesen unsortierten Haufen da einfach durch. Jetzt stellt sich mir die Frage, okay, 45. plus 1, also kurz vor dem Halbzeitpfiff, 5 Minuten später, also kam dann Lovren für Rahmann. Jetzt ist die Frage, kam der Wechsel zu spät? Ja, dadurch, dass das Tor gefallen ist, kann man eigentlich schon sagen, dass da auf der rechten Seite noch ein Spieler gefehlt hat, weil der Angriff kam halt auch über die rechte Abwehrseite von Fortuna. Ja, wenn er wahrscheinlich ein fitter Spieler gewesen wäre, der hätte dann vielleicht noch den Gegner stören können, aber... Schmitz war bei dem Angriff auf der rechten Seite, aber der hat sich falsch gedreht. Also der hat sich halt gedreht, wie du dich links drehst. Also der hat sich nicht nach rechts gedreht, wenn der Spieler an ihm vorbeigeht, sondern wie wenn er links verteidigt, nach links gedreht, um in das Duell zu gehen. Also um mehr Schwung in den Sprint mitzunehmen, falls das Sinn ergibt. Ich habe ein bisschen überrascht, dass Lovren kam, statt Usami. Fehlt Fortuna so die Alternativen? Wollte Funkel da vielleicht nicht direkt schon ja einen Matchplayer bringen? Naja, das ist halt, Usami kommt in der 70. Minute rein oder wird in der 60. Minute ausgewechselt und ich denke, von dem Schema wollte Funkel einfach nicht weg, beziehungsweise, ja, das ist halt so dieser Standardwechsel und vielleicht dachte er sich dann, ja, dann gebe ich mal dem Talent die Chance und lass den mal spielen, was ich an sich gut finde eigentlich. Wenn wir jetzt mal die erste Halbzeit so zusammenfassen, Michael, du darfst gerne mal den Satz vorlesen, den du ins Skript geschrieben hast. Ja, zur Halbzeit habe ich natürlich einen riesigen Roman ins Fazit geschrieben. Und zwar, Ingolstadt führt verdient 1-0 zur Halbzeit. Und das sagt eigentlich auch schon alles. Ich fasse das Ganze nochmal zusammen, vielleicht die es nicht gespielt haben oder nur die Radioübertragung mitbekommen haben. Der FCI, ja, die waren bestimmt, aber nicht zwingend. Also, eben auch nicht wirklich besser nach vorne gespielt, aber Fortuna irgendwie keine Mittel gegen dieses 4-3-3 mit Offensivpressing und die haben sehr gut verteidigt auf jeden Fall. Im Spiel fehlte allgemein an der Geschwindigkeit. Leute, die mit Fußballtaktik sich auskennen oder sich interessieren, denen wird das gefallen haben, weil beide Mannschaften bis auf ein paar Aktionen das sehr, sehr gut gemacht haben. Gehen wir direkt in die 57. Minute. Zimmer diesmal umgekehrt, nach einem langen Ball alleine durch und der vergibt diese sehr gute Chance. Nachfolgende Ecke, ja, landet so ein bisschen auf dem Tornetz. Ich glaube, die wird zurückgespielt und der andere versucht sie dann reinzuflanken und die landet dann irgendwie auf dem Netz. Micha, ist so fehlende Chancenverwertung so ein bisschen das, was Fortuna schon durch die ganze Saison trägt? Weil ich habe das Gefühl, dass man oft entweder höher gewinnen könnte oder wenigstens mehr Tore hätte schießen können. Naja, am Anfang der Saison war es ja noch so, dass die Fortuna eigentlich relativ effektiv war, wo man eigentlich keine Torchancen hatte und dann trotzdem 1-0 gewonnen hat. Und ja, bei der Aktion jetzt war das halt, der ist dann durch und zieht ab. Und da muss man aber auch sagen, der Torwart hält das Ding einfach überragend. Weil das war so ein, keine Ahnung, gefühlt aus 7-8 Metern mit Vollspann. Und dann reißt der Torwart seinen Arm noch hoch. Aber an sich... ja, das ist, glaube ich, das Glück, das Fortuna am Anfang der Saison hatte, dass die mit gefühlt einer Dreiviertelchance ein Tor gemacht haben und jetzt brauchen die 3 Chancen, um ein Tor zu machen und das sieht man dann auch an den Ergebnissen im Endeffekt. Klar, Fortuna hat die erste Hälfte der zweiten Hälfte dominiert und ich glaube, dass Zimmer offensiv ein bisschen uneffektiv war, zeichnet sich so ein bisschen, dass in der 65. Minute Usami kam für Zimmer. Ja, wirklich was geändert an der Offensive hat es nicht. Er hat ein paar gute Aktionen gehabt, aber ja, so ein Ding, was du dir in die Wand klopfst und einrahmst, war es dann nicht. 75. Minute kam halt die Brechstange, Kujovic wie Nielsen. Du hast eben in der Vorbesprechung gesagt, dass du Nielsen sehr schwach fandest, da kommen wir gleich nochmal drauf. War dann für dich der Wechsel Kujovic für Nielsen, kam der zu spät oder hat das am Ende keine Rolle gespielt? Nee, ich fand eigentlich
der Wechsel kam genau richtig. Das war halt, wenn man halt merkt, man kommt spielerisch nicht durch und dann braucht man halt vorne einfach so einen langen Lörres, sage ich mal. Ja, jetzt will ich dich unterbrechen, aber Fortuna war trotzdem aus Standards, aus langen, hohen Bällen, ja, so harmlos, wie ich zu meinen besten Kreisliga-Zeiten. Also das war ja grausam, dem Moment. Ja, das ist halt das Problem, was Fortuna momentan hat. Die Standardsituationen sind halt mittlerweile wieder komplett für den Arsch. Es gab eine Zeit am Anfang der Saison, da kamen die Freistöße und die Eckbälle halt gut für den Kopfball an. Aber jetzt, das sind so wieder wie letzte Saison oder wie in den letzten Jahren, dass die Ecken und Freistöße auf Kniehöhe kommen, wo keiner irgendwie was anfangen kann mit. Jetzt ist die Frage, wir sind soweit durch mit dem Spielbericht, weil nicht mehr wirklich was passierte. Gerät dadurch, durch so eine allgemeine Missstimmung, Moralverlust, Formverlust, wie auch immer du es nennen willst, aber befinden wir uns auf dem Weg in eine Abwärtsspirale oder sind wir schon in der Abwärtsspirale? Im Prinzip könnte man ja sagen, seitdem das DFB-Pokalspiel gegen Mönchengladbach, das war noch richtig super und danach ist es einfach nur noch eine durchschnittliche Leistung und ich glaube einfach, dass Fortuna das Formhoch abgelegt hat und mittlerweile in Normalform ist und momentan spielen die halt so wie da, wo die eigentlich hingehören. Also in den Abstiegskampf? Nein, nicht in den Abstiegskampf, aber so halt ins Mittelfeld, so um Platz 10 rum eigentlich, beziehungsweise die letzten Ergebnisse zeigen das. Was eigentlich traurig ist, weil die zeigen, dass sie es eigentlich auch besser können. Was kann Friedhelm Funkel tun oder ändern? Oder ist es einfach schuld, dass momentan viele Topspieler gesperrt sind, verletzt sind oder einfach, sagen wir, ausfallen? Ja, es ist halt, ja, den kompletten Anfang der Saison hat Funkel ja erzählt, dass der Kader so breit ist wie schon lange nicht mehr und so gut. Und dann fallen halt Spieler aus. Ja, dann müssen jetzt die anderen halt auffangen. Oder dann. Bei Anfang der Saison schien es hier zu klappen, ne? Da waren ja viele verletzt oder. Ja, aber zum Beispiel, das ist ja auch so, wahrscheinlich kann man, wenn irgendwie ein Spieler mal fehlt, dann kann man halt einen anderen reinbrechen. Oder es liegt halt daran, dass wirklich die wichtigen Spieler ausfallen, wie Eihan, Neuhaus und Fink, weil das ja so diese Achse ist eigentlich, die das Spiel oder die Kreativität ins Spiel bringen. Und anscheinend sind das halt genau die wichtigen Spieler, die halt momentan fehlen. Man kommt, wenn man ins Fazit betrachtet, zu der Frage, klar, vielleicht liegt es an den eben genannten Spielern von dir, dass das Hinauskombinieren in der Defensive nicht funktioniert hat. Man versucht es, aber es klappt nicht, weil vielleicht diese kreativen oder passsicheren Spieler da fehlen. Kurz gesagt, Fortuna kam besser ins Spiel. Das Spiel blieb taktisch, obwohl das Tempo ein bisschen was zugenommen hat. Ingolstadt war wirklich nur einfach nur einmal besser, also zumindest aus meiner Sicht, und machte dann das 1-0 durch Morales, sonst war es eher ausgeglichen. Micha, jetzt ist die Frage, siehst du das anders oder wie würdest du das in deinen Worten formulieren? Ja, ich würde sagen, Fortuna war nach der Halbzeit besser als in der ersten Halbzeit, aber trotzdem nicht gut genug. Deswegen denke ich, insgesamt hat Ingolstadt verdient gewonnen. Und wie gesagt, seit dem DFB-Pokalspiel ist Fortuna irgendwie nicht mehr in Form. Sagen wir noch kurz, Superpartie des Schiedsrichters. Viele loben jetzt den Schiedsrichter. Ist das nachteilig, dass wir das jetzt loben? Weil so, wie er gestern aufgetreten ist, wie er das Spiel geleitet hat, fair, sauber, er hat gezeigt, ich bestimme, ich lasse keine Eskalation und keine Unstimmigkeiten zu. Das ist doch eigentlich das Normale. Ist das nicht irgendwie, ich verliere mich gerade ein bisschen, aber... Ja, das ist halt, eigentlich sollte sowas normal sein, aber weil, das war in den letzten beiden Podcasts, habe ich ja kritisiert, dass die Schiedsrichter keine gelben Karten gegeben haben oder das Spiel wirklich nicht wirklich unter Kontrolle hatten. Und in dem Spiel gab es 8 oder 9. Ich habe lieber 8 oder 9 gelbe Karten, wenn das halt verdiente gelbe Karten waren, was meiner Meinung nach in dem Spiel waren. Und deswegen, das war halt das, was ich in den letzten beiden Podcasts jeweils kritisiert habe, dass der Schiedsrichter das Spiel nicht im Griff hatte, besonders gegen Heidenheim. Und er hat halt direkt in der 3. Minute nach diesem Kopfball mit Ellbogeneinsatz gelb gezeigt. Und das war halt das, was ich mir eigentlich wünsche von einem Schiedsrichter. Dass der da halt konsequent durchgreift. Kommen wir so ein bisschen zu Spielern, die erwähnenswert waren. Klar, Schauerte, gute Leistung, aber vor allem in der ersten Halbzeit wurde er trotzdem oft alleine gelassen. Bormuth war wieder wie so eine Wand defensiv. Er strahlt so ein bisschen das körperlich aus, was ich mir eigentlich vom Hoffmann erhoffe. Woran liegt es, dass der junge Bormuth plötzlich da ein Auftreten hat, wie als würde der 10 Jahre Champions League spielen? Ja, aber das Auftreten hat er ja eigentlich schon immer. Das ist bemerkenswert, dass er das so drauf hat. Aber er ist halt auch
ein guter Verteidiger, der auch körperlich stark ist und eine, ja, wie du schon sagtest, so eine Präsenz hat. Und ich fand auch, das war eigentlich eine gute Leistung von ihm. Hoffen wir mal, dass sein Weg nicht ganz so schnell Richtung Bundesliga geht. Ich glaube, wenn der so weiterspielt bis zum Ende der Saison, dann ist der, glaube ich, im Sommer weg. Dann winken da größere Aufgaben auf ihn. Ja, Michael, kommen wir erstmal zu dem Man of the Match. Also, wenn ich einem geben muss, dann geht er an Wolf, weil der war eigentlich der beste Fortuna in einem durchwachsenen Spiel, wo wirklich nicht so recht niemand geglänzt hat. Jetzt weiß ich, dass du den Man of the Match Usami gibst. Erzähl uns mal, wie du dazu kommst. Ab und zu hatte der mal so Momente, wo er schön mit dem Ball gezaubert hat, sag ich mal. Das waren dann so Kleinigkeiten wie, er nimmt den Ball an, aber alleine durch seine Annahme läuft der Gegenspieler an ihm vorbei, weil er den Ball halt anders annimmt, als der Verteidiger das erwartet. Und das ist, waren so 4-5 Mal waren das so Aktionen, wo er einfach eine schöne Ballführung und gute Dribblings gemacht hat. Und auch wenn im Endeffekt da nichts Zählbares rauskam, hat mir halt gefallen, dass er ja doch schon eigentlich viel mehr drauf hat, als er das eigentlich zeigt. Und ich habe halt die Hoffnung, dass er in den nächsten Spielen da halt noch mehr zeigt, was er eigentlich kann. Meinst du jetzt, durch den Rahmenausfall bekommt er vielleicht endlich mal die Spielzeit von Beginn? Weil ich habe so den Eindruck davon, dass er ein guter Fußballer ist, wissen eigentlich alle. Und das weiß er selber auch. Fit scheint er zu sein. Aber vielleicht fehlt ihm so ein bisschen die Spielpraxis. Er hat jetzt im letzten Jahr bei Augsburg nicht wirklich viel gespielt. Und wenn, haben die auch nur rumgerumpelt. Fehlt ihm wirklich die Spielzeit? Oder kommt er einfach mit dem Teamgefüge nicht klar? Ja, wahrscheinlich fehlt ihm auch ein bisschen die Spielzeit. Weil er hat halt immer so brillante Momente, die dann aber leider noch zu nichts Größerem führen. Dann drück mir die Daumen, dass es da demnächst mal aufwärts geht. Es war nicht sein Tagpreis. Es war nicht sein Tagpreis, Harvard Nielsen. Einfach nur aus dem Grund, dass wir loben ihn eigentlich schon seit Anfang der Saison in die Startelf. Und dann hat er mal die Möglichkeit, in der Startelf zu stehen und sich zu zeigen. Und dann wird da halt nichts draus. So. Und Entschuldige, aber ich denke, es lag eher an Ingolstadt und weniger an ihm. Die haben einfach super defensiv gespielt und Fortuna hat halt versucht, sich rauszukombinieren, aber die hätten einfach mal so einen Ball einfach mal langkloppen müssen. Ja, dann wäre es vielleicht auch mal besser gewesen. Ich gebe ihm den, es war nicht sein Tagpreis, einfach weil er seine Chance, die er bekommen hat, nicht genutzt hat. Ja, es war nicht sein Tagpreis, geht dann Benito Rahman. Klar, wegen seiner erneuten Verletzung, der war zwar ein bisschen angeschlagen, sagte dann, er könnte spielen, aber er war in der ersten Halbzeit wirklich zwar nicht der beste Fortuna, aber durchaus der aktivste. Der ist, wie immer, wie wir es gewohnt sind, durch die Gegend gerannt. Kostet ihm seine Unüberlegtheit im Sprint oder seine unforsche Art, oder ich glaube, die Rheinische Post hat geschrieben, er will zu viel. Kostet ihm das diese Verletzung? Oder meinst du, der hätte sich sowieso die Verletzung wieder aufgebrochen? Das war eher ein ungünstiger Zusammenprall. Also er flankt den Ball rein, der Verteidiger versucht, den Fuß reinzuhalten und dann prallen die zusammen. Deswegen, ich denke mal eher, das ist so ein... Er ist nicht vielleicht nicht 100% fit gewesen, aber meistens geht's gut, in dem Fall halt nicht. Und es wird sich halt zeigen, ob der jetzt am Montag gegen Dresden wieder spielen kann oder ob er jetzt länger ausfällt. Hoffen wir für ihn alles Gute und gute Besserung. Na klar, jetzt gucken wir mal aufs nächste Spiel. Und ja, nächstes Spiel ist halt Montagabend gegen Dynamo Dresden. Ne? Die kommen dann zu uns in die Esprit Arena. Ja, aktuell sind die auf Platz 16, spielen aber am Tag der Aufzeichnung noch. Tendenz eher Richtung Abstiegskampf. Wir haben ja so ein Abstiegskampfkämpfer mit dabei, mit Andreas Lamberts. Jetzt das letzte Spiel von denen natürlich letztes Jahr gewesen. Da haben wir uns 1-1 getrennt. Jetzt ist die Frage, Micha, was ist dein Tipp? Du hast da jetzt 2-0 reingeschrieben. Bevor du deine Begründung gibst, hau ich mal meinen Tipp raus. Ich sag auch 2-0 tatsächlich, weil ich finde, Fortuna, eben werden die letzten Spiele so grausam, die müssen ein Zeichen setzen. Ansonsten können die sich das, was der Aufsichtsrat davon sich gegeben hat, mit wir können an einen Aufstieg denken, direkt mal vom Brot schmieren. Ja, das sehe ich eigentlich auch so, weil das ist, wenn man halt irgendwie mal wieder so diesen Aufschwung, auch wenn man, ja okay, man hat jetzt 2 Spiele unentschieden gespielt und ein Spiel verloren. Ja, wir wollen auch keine Krise reinreden. Nee, es ist keine Krise. Du siehst halt spielerisch den Abfall extrem. Ja, das ist, also ja, man merkt ja halt an der Spielweise, dass es halt nicht mehr so läuft, vor allem wenn man dann auch noch ein Testspiel gegen Fortuna Köln verliert. Und ja, aber ich habe das Gefühl, dass die sich gegen Dynamo Dresden halt aufrütteln und dann zu Hause wieder
Gas geben und das ist dann ein souveränes 2-0 wird. Dann drückt mir die Daumen, teilt uns euer Wunschergebnis für kommenden Montag mit. Wir würden uns freuen. Ja, was außer des Platzes noch passiert, ne? Finanzvorstand hört auf. Ja, so grob weiß keiner warum. Er sagt, es hat private Gründe. Zwischen den Zeilen liest man, dass es da irgendwie ein bisschen Querelen will ich nicht sagen, aber ja, so ein bisschen Missverständnisse vielleicht gab. Was man so liest und hört, er hat ja viel, was die finanzielle Ebene bei Fortuna angeht, auf den Kopf gestellt und neu strukturiert, neu formatiert. Sagen wir Fortuna einfach professioneller aufgestellt. Mal gucken, was da passiert und wer da demnächst den neuen Finanzvorstand aufnimmt. Micha, Fortuna präsentiert im gleichen Atemzug die neue Fortuna DNA. Jetzt hau mal für die raus, die mich das so ein bisschen verpeilt haben. Was ist die Fortuna DNA? Ja, die Fortuna DNA ist sozusagen so eine Richtlinie, wonach sich der Verein in den nächsten Jahren halten will. Und die beinhaltet dann irgendwie Farben, die der Verein benutzen wird. So, das beinhaltet dann Rot und Weiß, was so die Hauptfarben sind, dann aber auch Schwarz, dann so ein etwas dunklereres Rot oder ich glaub, Gold. Silber und Gold waren dabei. Ja, Silber, Gold, also praktisch so ein Schema, nach dem der Verein handeln soll oder wie es schon heißt, so eine DNA und was wichtig ist für einen Verein. Da gab es auch vorher Umfragen jahrelang und das wurde halt jetzt entwickelt und dementsprechend soll jetzt halt gehandelt werden oder das soll jetzt Gesetz sein, was bei Fortuna herrschen soll. So zumindest was Identität und so weiter beinhaltet. Ich muss zugeben, ich find's ganz schön, das Video ist gut anzugucken, aber irgendwie ist mir das Ganze doch egal, weil ich irgendwie nicht das Gefühl habe, dass sie sich daran halten werden. Wie ist so dein Gefühl, dein Eindruck? Ich denke auch, das ist an sich eigentlich ein super Ding, nur wie sehr sich daran jetzt gehalten wird und was jetzt trotzdem gemacht wird, ist halt wieder was anderes. Aber wenn man sich daran jetzt halten wird oder sollte, dann finde ich das eigentlich ein super Ding. Jetzt, wo viele verletzt sind, ausfallen und irgendwie die Breite im Kader fehlt oder vielleicht auch die Qualität fehlt, in den Spielern, die dann auf der Bank nachrücken, die vielleicht auch in der zweiten gespielt haben, wie Lovren, wie Kiesewetter unter anderem, oder halt man hat nur Bocek im Mittelfeld, danach kam Junger Kinjo, der hat auch noch, glaube ich, erst ein, zwei paar Mal eine Einwechslung gehabt in der zweiten Liga. Jetzt ist die Frage, muss Fortuna aktiv werden auf dem Transfermarkt im Winter oder würdest du sagen, der Maurice, der malt schon wieder den Teufel an die Wand? Ja, ich finde eigentlich nicht, dass Fortuna aktiv werden sollte. Vielleicht sollte man einfach mal ein paar Talenten auch die Chance geben. Und weil eigentlich vom Namen her oder von der Qualität her ist Fortuna ja eigentlich sehr gut aufgestellt. Und man hat auch einen sehr breiten Kader. Deswegen denke ich eher, dass die Spieler vielleicht wieder 5% mehr Einstellung haben sollten, anstatt dann, beziehungsweise dass man denen wieder ein bisschen mehr Motivation und ein bisschen mehr Einstellung einhauchen sollte, anstatt da jetzt neue Spieler zu holen, die dann wieder Geld kosten und wieder Talenten den Weg verbauen. Micha, du hast wie immer so die Zote so ein bisschen begleitet. Ja, gegen Rot-Weiß Essen war die Zote eigentlich chancenlos und hat verdient 2-0 verloren. Ja, in der Offensive eigentlich keine einzige Torchance oder nicht wirklich eine Torchance gehabt und defensiv nicht gut genug und deswegen verdient verloren. Und als Besonderheit zum Spiel war halt noch, dass Fortuna sich den 36-jährigen Schlussmann Thorsten Stuckmann verpflichtet hat, der arbeitslos war und zuletzt in England gespielt hat. Und den haben die jetzt verpflichtet und der spielt jetzt auch bei der zweiten. Wahrscheinlich in der Hoffnung, dass der da ein bisschen Routine reinbringt und ein bisschen die jungen Talente führen kann. Also Erfahrung, Routine und so ein bisschen vielleicht das Ganze da hinten mal stabilisieren. Scheint geklappt zu haben. Spieltag weiter ging es dann gegen Wegberg Beck, beziehungsweise man hat das erste Rückrundenspiel so ein bisschen bestritten. Das waren so, bisschen vorweggenommen. Die Zote gewinnt auswärts 0-3. Ja, aber das lag wahrscheinlich auch daran, dass man halt gegen Wegberg Beck gespielt hat und nicht gegen Rot-Weiß Essen. Weil Rot-Weiß Essen spielt halt um Aufstieg mit und das, ja, wie du schon sagtest, das ist jetzt das erste Rückrundenspiel. Das Hinrundenspiel hat die Zote noch 6-1 gewonnen. Und ja, das Spiel jetzt halt 3-0 gewonnen. Die Tore machten Frosse in der 72. in der 78. Kiesewetter und in der 90. Kiesewetter.
Und es war eigentlich ein souveräner Auftritt der Zweiten. Jetzt stellt sich halt nur die Frage, ob es jetzt am Gegner lag oder ob die sich jetzt wirklich wieder gefangen haben. Aber wahrscheinlich ist es eine Mischung aus beidem. Ja, die werden so ein bisschen rumpendeln. Wollen wir zum Abschluss kommen? Kiese Welter mit 2 Toren. Empfehlung für die Startelf oder doch nur eher unbedeutende Randnotiz? Ja, vielleicht nicht in die Startelf, aber vielleicht könnte man den ja mitnehmen. Vor allem, wenn jetzt Rama nicht spielen sollte. Und dann, bei Usami wird ja eh zwischen der 60. und 70. Minute immer ausgewechselt. Warum dann nicht den Kiesewetter bringen? Oder halt den Lovren? Aber ja, ist immer gut, wenn die Spieler aus der Zweiten sich mal anbieten können. Jetzt im Auto noch so ein paar Dinger. Ihr findet uns wie immer auf Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Soundcloud, iTunes, Podcast. Folgt uns auf Twitter als Projekt Megafon. Da findet ihr auch alle Infos zu Megafon 95. Und auch so ein paar kleine Fotos und Stories laden wir auch gerne mal hoch. Also lohnt sich auf jeden Fall. Wer Interesse hat, uns privat zu folgen. Der Micha ist der @Cherensky auf Twitter und ich bin Wampendribbler. Jetzt stellt sich die Frage kurz vor Abschluss, wann kommt die nächste Folge? Das wissen wir noch nicht genau, weil die Fortuna am Montagabend spielt und Fortuna eigentlich immer so mein arbeitsfreier und kinderfreier Tag ist unter der Woche, wo ich dann Zeit dafür finde, dass wir den Podcast aufnehmen können. Das heißt, vielleicht gibt es ja nächste Woche auch keinen Podcast. Wir schauen mal, wir versuchen natürlich einen Alternativtermin zu finden. Der Michael ist mit Studium, Arbeit und Freundin auch noch ausreichend beschäftigt. Also gucken wir mal da, dass wir schnellstmöglich eine Alternative als Termin finden. Und wir bitten euch um Verzeihung, falls wir dann einfach nächste Woche Dienstag dann 2 Folgen hochladen. Dann danke fürs Zuhören und ja, Michael, noch letzte Worte. Hoffentlich wird's wieder besser bei Fortuna. Und dann sage ich auf Wiedersehen. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Lasst ihn mögen.